Wieder 1. Mai, wir befinden uns hier im Kreuzberger Kiez. Hier findet gleich um 13 Uhr eine Demonstration statt und wir werden heute beobachten, wie der Verlauf des Tages voranschreiten wird. Dazu werden wir mehrere Kundgebungen, die am Brandenburger Tor und die rund um den Kiez in Kreuzberg besuchen. Wir fangen jetzt mal kurz an und wer Klopapier und Stift dabei hat, kann jetzt mal kurz rausholen. Jetzt kommt nämlich was besonders Wichtiges, die Auflagen der Polizei. Einer der ersten ist, der von Ihnen angemeldete Aufzug ist in der Cottbusser Straße, 50 Meter vor dem Cottbusser Tor zu beenden. Die Weiterführung des Aufzuges über Cottbusser Tor, Skalitzer Straße, Marianstraße sowie die Durchführung der Abschlusskundgebung ab dem Heinrichplatz innerhalb des Veranstaltungsgebietes des Maifestes wird untersagt. Das heißt verboten. Das Tragen von Stahlkammschuhen wird ebenfalls untersagt. Transparent und Plakate von einer Gesamtlänge von über 150 cm dürfen flächenmäßig nur frontal zur Marschrichtung des Aufzuges getragen werden. Nicht aber längs der Außenseite des Aufzuges. Seitlich mitgeführte Transparente dürfen nicht verbunden werden. Okay, das zu den Auflagen. Wir befinden uns hier am Oranienplatz und es sind eindeutig weniger Demonstranten als im letzten Jahr. Es sieht wohl so aus, als ob diese Demonstration dieses Jahr 2008 relativ wenig Leute erreicht hat. Der ganze Demonstrationszug wird sich in Kürze in Bewegung setzen und durch den Kreuzberger Kiez wandern und nachher hier wieder auf den Oranienplatz zurückkommen. Hat die Polizei schon die Demonstranten rausgezogen, also die Krawalltouristen, die hierher kommen. Sie haben vorher Präventivmaßnahmen durchgeführt. Hier sind auch viele Antikonfliktteams verteilt über den Kreuzberger Kiez im Einsatz. Und im Moment ist es relativ ruhig geblieben. C'est pour cet idéal, franchement, nous combattons. Für Gerechtigkeit, für Menschenrechte und für den Kommunismus. Nun wird ja die MLPG immer ganz gerne als extremistische Partei angesehen. Also ich bin selber kein Mitglied der MLPD, sondern der Marxistischen Initiative. Und ich halte die MLPD in Wirklichkeit für eine reformistische Partei, die völlig ungefähr
gefährlich ist. Und es ist lächerlich, wenn man die MLPD irgendwie als linksextrem kriminalisiert. Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen linker wäre. Und es ist ja so, dass jedes Jahr am 1. Mai auch Steine fliegen. Solidarisierst du dich mit den Steinewerfern? Ich solidarisiere mich mit allen Menschen, die gegen Polizeigewalt, gegen Repression kämpfen. Aber ich weiß nicht, wer Steine schmeißt, aus welchem Anlass. Und darum werde ich auch nicht sagen, dass ich mich mit irgendwelchen Steineschmeißern solidarisiere. Aber wenn es Polizeiübergriffe gibt, dann bin ich solidarisch mit allen, die sich hier auch geschlossen dagegen wehren. Dankeschön. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ja, sie kämpfen doch gegen den imperialistischen Krieg in Afghanistan. Da müssen Sie doch informiert sein, was da los ist. Hier, in diesem Moment, das Krieg nicht gut. Krieg. Das Krieg ist. Aber unsere Leute wollen Afghanistan nicht besetzt. Wollen das machen. Alle Besitzer muss schnell weglaufen, wegfahren. Das kann ich nicht mehr sagen. Okay. Den Demonstrationszug an der Mariannenstraße. Hier stehen viele Menschen an der Seite. Bisher ist es noch nicht zu Ausschreitungen oder Konflikten gekommen, soweit wir das hier überblicken können. Ja, die Menschen scheinen eigentlich ganz fröhlich drauf zu sein, wie bei jedem 1. Mai bei dieser Demonstration.